Ich wollte mich eigentlich nur vorstellen. Ich bin Will Newman. Ihr müsst 4 Schritte Abstand halten. Ihr kennt die Regeln. Lass mich raten. Du gehörst zu den Leuten, die die Regeln ignorieren, weil sie denken, so hätten sie die Kontrolle. Habe ich recht? Du hast nicht unrecht. Findest du das nett? Findest du das nett? There's no room in war for feelings. Hallo Welt. Meine Lungenfunktion ist bei etwa 50%. Ich muss in der Nähe von anderen ZF-Patienten extrem aufpassen. 4 Schritte Abstand, weil wir uns sonst die Bakterien des anderen einfangen. Nichts und niemand rettet uns das Leben. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Nein, ich weigere mich, das zu glauben. Kann ich deinen Therapieplan sehen? Ist das was? Du machst mich wahnsinnig. Baby, it hits so hard. Wir machen unsere Übungen zusammen. Nur so kann ich sicher sein, dass du sie auch machst. Baby, you left your mark. Das ist doch nur ein Vorwand, um mehr Zeit mit mir zu verbringen, oder Stella? Na toll, da bist du mal an einem Typen interessiert und dann hat er ausgerechnet ZF. Ist schön, dich so zu sehen. Wie denn? Hoffnungsvoll. Warum habe ich nichts Schönes eingepackt? I'll fight. Weil man im Krankenhaus selten mit einer heißen Romanze rechnet. I'll fight for you. Gott, du bist wunderschön und mutig. Ich würde dich so gern berühren. Halte Abstand. 4 Schritte Abstand, schon klar. Wenn du dich damit ansteckst, kannst du alle Hoffnung auf eine neue Lunge aufgeben. Bei uns ist das anders. Wir können solche Risiken nicht eingehen. Ich habe mein ganzes Leben nach meinen Behandlungen ausgerichtet. Anstatt meine Behandlungen nach meinem Leben. Ich möchte leben. Alles, was ich will, ist bei dir sein. Aber es geht nicht. Nach allem, was ZF mir gestohlen hat, habe ich keine Skrupel mehr, ein bisschen was zurückzustellen. Einen Schritt. Einen beschissenen Schritt. I'll fight for you. Na, ich muss ehrlich sagen, mich kriegt so ein Trailer immer wieder, weil er sich emotional so aufbaut und ja, auch manipulieren, vielleicht ein bisschen mit zu dramatischer Musik untermalend, aber es geht eben um Liebe, um Romanze und um eine Romanze, die nicht sein darf, um die eigene Gesundheit zu schützen und irgendwo dazwischen, weiß ich nicht, sag ich so, ja, steige ich mit ein, auch wenn diese Filme oft ein Ticken zu kitschig sind, weiß ich nach dem Trailer noch nicht ganz sicher, wie sehr es in die Richtung versinken wird und damit war es das erste Bewegtmaterial zu 3 Schritte zu dir, den uns Universal Pictures ab dem 20. Juni 2019 in die deutschen Kinos bringt, das Regiedebüt von Justin Baldoni und dieses Mal keine Buchvorlage, hat man ja oft so bei diesen Stoffen, dass man schon so förmlich merkt, okay, das ist ein Bestseller, der hier verfilmt wird, ist aber nicht der Fall, extra für die große Leinwand, sind es eben so diese gefühlsvollen Momente, wo ich dann irgendwie manchmal mich vielleicht einen Ticken zu leicht manipulieren lasse, aber ich muss sagen, ich freue mich auf 3 Schritte zu dir, der im Grunde den Abstand beschreibt, der eigentlich nicht beschritten werden darf, in Anführungszeichen. 4 Schritte Abstand heißt es nämlich für Stella Grant, die an zystischer Fibrose oder auch Mukoviszidose leidet, die wie viele Teenager gerne die Zeit vorm Laptop verbringt, sich mit Freunden trifft, aber sehr viel Zeit im Krankenhaus verbringen muss, in Therapie. Und da ist es eines Tages eben Will, den sie kennenlernt, Will Newman, ein Mitpatient. Und zwischen beiden scheint es ganz schnell zu funken. Aber sie müssen einen Abstand halten, der letztendlich sonst bedeuten könnte, dass sie jeweils ihr Leben verwirken. Und damit kommt eben natürlich das große romantische Drama auf von einer Liebe, die nicht sein darf, nicht aufgrund der unterschiedlichen Stände, aus denen man kommt, wie es ja oft in solchen Bereichen bemüht wird, wenn es dann auch nochmal sehr vielleicht auch kitschig werden kann. Nein, es sind eben einfach die Umstände. Und deswegen mal gucken, wo das Ganze hinführt. Wird es sehr, sehr dramatisch enden oder gibt es ein Happy End? Da bin ich nach dem Trailer ehrlich gesagt gespannt drauf. Mich kriegt er, ich gebe es zu, will ich sehen, werde ich mir angucken. Was sagt ihr denn? Findet ihr diesen Trailer gut zu 3 Schritte zu dir oder so gar nicht euer Ding? Lasst mich gerne wissen. Im Original heißt er übrigens 5 Feet Apart. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.